Okay, willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong 64. Beim letzten Mal sind wir hier mit Tiny an dieses Dings hier rein. Hier an dieses, was ist das? So, okay. Oh mein Gott, eine riesige Spinne. Ein, wie heißen die? Arachnoid, glaube ich, oder sowas. Und das ist ein Bossgegner, Leute. Und jetzt kommt die Bossmusik. Und jetzt müssen wir den besiegen. Das ist ja klar. So, super, jetzt mit Tiny so Spinnen besiegen. Das ist irgendwie... Voll cool ist das, ja. So, ja, zack. Der lässt so kleine Spinnen raus und die muss man dann so zweimal schlagen und dann sterben die dann auch. Und zack, ich muss da, glaube ich, die zuerst besiegen, bis der irgendwas möchte. Ich denke schon. Oh mein Gott, aua. Blöde Spinnen. Hey, eigentlich, guckt euch die Spinnen mal an. Das ist doch schon dumm. Das sind keine Spinnen. Die haben 6 Beine und eigentlich haben Spinnen 8 und die haben nur ein Auge und eigentlich haben die 6 Augen. Und das ist total falsch. Voll das falsche Bild von Spinnen haben die da bei Donkey Kong 64. Das dürft ihr euch nicht merken, das stimmt nicht. Und, oh mein Gott, ich werde hier voll... Oh, geht weg, ihr blöden Spinnen. Blöden kleinen... Hat der mehr raus? Nee, der hat nicht mehr rausgelassen. Ich habe nur die falsche getroffen. Ja, so, zack. Und jetzt wieder... Oh mein Gott, ich dachte, ich habe dich getötet. Naja, egal, so. Jetzt wieder die Federn raus. Oh, stellt euch vor, wie viel Schmerzen das machen würde. So eine Feder mitten ins Auge so rein. So, oh, aua. Der Arme, der tut mir irgendwie leid, aber ist mir auch wurscht. Zack, und du stirbst auch, bitte. Die sind nicht sonderlich schwer zu besiegen, da muss man eigentlich nur zweimal dran rennen und hat man die schon. Seht ihr, also zack und zack. Sehr gut, und der kotzt da so komisches Zeug raus und der schläft und kotzt das raus. Wieso schläft er eigentlich? Ich meine, der kämpft doch mit mir. Wieso schläft er mit einem Kampf? Der kriegt so einen Stachel im Auge und schläft dann einfach weiter, voll der Dumme. Vielleicht werde ich mal hier... Oh, ich habe den da hinten getroffen. Ich wollte eigentlich die beiden hier irgendwie treffen und... Der lebt noch, der da hinten. Ich meine, der hat ja voll in die Fresse gekriegt. Voll die Orange in die Fresse. Und, na egal. So, und jetzt nehmen wir nochmal die Federn raus. Und zack. War es das? Nee, ich glaube noch nicht, oder? Ich glaube, der hat 5 Leben oder sowas. 5 Leben, Leute. Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Und zack. Und zack. Oh, da habe ich gerade ganz viele gekriegt. Und, oh mein Gott, warum waren jetzt hier so... Leuchtende. Und oh mein Gott, ich sterbe hier noch. Leute, ey, das ist eigentlich so ein einfacher Boss. Oh mein Gott, nein, ich wollte. Ich verstehe, du stirbst und nein. Oh Mann, ey, es war ja klar, dass ich getroffen werde. Ich muss mir irgendwie das wegstecken. Auch egal. So, jetzt kann ich dich wieder hier treffen. Zack. Und jetzt ist er besiegt. Yay. Okay. Muss ich den jetzt auf. Nee, der wird kleiner. Wieso wird er kleiner? Ich check das nicht. Okay, der ist jetzt klein. Ich glaube, den müssen wir jetzt noch so besiegen, oder? Ja, komm her. Komm her. Ich werfe eine Granate auf die zu. Bam! Und jetzt ist er tot. So. Kriegen wir jetzt... Ah ja, da ist sie, die Banane. Hätte es anders erwartet. Eine Banane. Yay! So, und dann holen wir uns diese goldene Banane. Haben wir schon eine. Eine mehr. Und... Oh Leute, guckt euch das an. Wir haben gerade 121 Bananen. Weil wenn wir jetzt bei Donkey... wenn wir jetzt bei Super Mario 64 wären, dann hätten wir jetzt schon fertig. Also... Zum Glück ist dieses Spiel viel umfangreicher, weil sonst hätten wir jetzt fertig. So, jetzt hier. Oh mein Gott, ich habe so wenig Melonen noch. Ich muss da irgendwie was finden. Okay, wo ist der Ausgang? Ich glaube, muss ich jetzt hier nicht schon wieder klein werden? Ich glaube, ich muss klein werden, ja. Okay, dann werden wir mal klein. Dann gehen wir hier raus. Muss ich hier raus? Ich glaube schon. Mal gucken. So, und jetzt bin ich wieder groß und... Okay, oh mein Gott. Oh, ich bin falsch, genau. Oh Mann, ich müsste woanders raus, oder? Ich kann da gar nicht raus, wieso? Wartet mal, ich kann da nicht raus, dann muss ich jetzt nochmal... Ich muss, glaube ich, jetzt die, ich weiß es nicht, ich meine, da war doch vorhin so ein Fass, so eine Kiste, da... drüben und jetzt ist ja das zu und ich habe irgendwie das dumme Gefühl, dass ich hier gar nicht mehr rauskomme, weil ich hätte das Fass jetzt zerstören müssen, um reinzukommen. Also wisst ihr, so am Anfang hier, wenn man hier reinkommt. Mann, Leute, ich zeig's euch gleich. Also ich hoffe jetzt, dass auf dieser Seite offen ist. Also Moment, hier drüben muss ich hin. Ja, seht ihr, hier ist das Fass und da ist zu. Leute, ich bin hier eingeschlossen. Ich kann das nicht zerstören, oder? Nee. Leute, ich bin hier eingeschlossen. Ich komme da nicht raus. Ich bin hier reingeglitscht wegen diesem Slide-Move hier, aber... Okay, ich glaube, ich speichere und dann schalte ich kurz aus. Ich treffe euch gleich wieder hier.
So, ich bin jetzt hier beim Portal 1. Ich hätte eigentlich auch einfach Level verlassen machen können, aber ich bin halt so blöd. Naja, egal. Ja, ich muss jetzt nicht nochmal rein, oder? Also, hier sind wir jetzt, würden wir jetzt rauskommen, wenn ich da nicht falsch wäre und... Oh, ich habe ja hier noch Bananen einzusammeln. Dann wollen wir das gleich machen. Bananen einsammeln und Orangen haben wir auch nicht mehr so viel, also schön. Und nein, ich möchte gerne die Banane einsammeln. Oh Leute, ey, zack, so, 51. Oh Gott. Dieses Level ist so groß, ich weiß jetzt nicht. Was haben wir alles schon gemacht? Ich habe das dumpfe Gefühl, wir haben noch nicht viel erreicht. Wir haben den Pilz haben wir gemacht. Dann haben wir hier jetzt ziemlich so gut wie abgeschlossen. Dann haben wir das Rennen haben wir gemacht mit der Eule da. Und was noch? Mit Tiny da so ein paar Kremlinge kaputt gemacht. Und hier haben wir noch gar nicht alles abgeschlossen. Hier haben wir noch was mit Donkey Kong zu tun, denke ich. Und ich glaube, wir wechseln da gleich mal. War das? Ja, doch. Donkey Kong war das, glaube ich. Gehen wir da mal gucken, was es da hat. Das war hier drüben irgendwo, oder? Wir müssen eh noch hier die Banane einsammeln. Die Banane, die wir hier verpasst haben, weil hier, die kann man ja nochmal in Nacht einsammeln. War das hier? Das war hier drüben, hier. Oh Mann, ey, jetzt muss ich hier rüberschwimmen. Aber ich mag die Musik in diesem Level, sie ist sehr schön. Seht ihr hier, die Banane, die haben wir verpasst. Die hätte ich fast vergessen. Zum Glück ist die mir gerade eingefallen. So, jetzt haben wir, oh mein Gott, wir haben schon für fast jeden Kong 3 Bananen. Ich muss noch gucken, wo ich dann die Blaupausen kriege. Also, wo ich die Einsaat eintauschen kann. Ich glaube, das ist hier drüben, war das hier? Ich glaube, das war hier bei der Mühle, was Neid irgendwo. Naja, egal, dann werden wir das dann irgendwann mal später suchen, weil die können wir eigentlich auch überall sonst in jedem Level eigentlich eintauschen. Das macht da keinen Unterschied. Nur die Animation möchte ich euch gerne zeigen. Okay, was ist... Oh mein Gott, aua! Was ist hier hinten? Okay, drücken wir den Schalter und... Oh mein Gott, ich sterbe hier noch gleich. Was ist denn hier los? Okay, jetzt öffnet sich das und da können wir wahrscheinlich da reingehen. Aua, Mann, ey, ich sterbe hier noch. Ich möchte die Bananen. Danke, so, zack. Ah, Mann, ey. So. Okay, und oh, hier haben wir ein unverwundbar Fass. Warte mal, wenn ich jetzt das hier benutze. Ich glaube, das ist für den Schalter gedacht, aber ich glaube auch hier kann man jetzt hier auf die Ecken oben drauf gehen, wenn man das benutzt. Weil da könnte man sonst nicht, weil das weiß ich, die kann man nicht berühren. Dann kann man da oben vielleicht was einsammeln. Ja, seht ihr hier, das ist schon mal Kokosnüsse oben drauf. Das ist sehr, sehr praktisch, damit uns die Fähigkeit nicht ausläuft. Seht ihr? Und Münzen hat es da. Münzen hat es da sonst nichts. Und oh mein Gott, habt ihr gesehen, da drunten. Da unten ist... Und aua. Ja, war ja klar. Jetzt muss ich da nochmal... Oh, oh Mann, jetzt muss ich da nochmal rumlaufen. Da hinten war der Kasplatt für Donkey. Den werde ich mir dann holen gehen. Aber erstmal hier reingehen. Erstmal hier rein und mal gucken, was es hier so hat. So. Ich werde erstmal diesen Typen hier zerstören. Haha, du hast mir einen draufgegeben. Was hat mir dieses gemacht? Habt ihr gesehen? Das Teil ist voll auf mir drauf. Oh mein Gott, ich habe so wenig Melonen. Ich könnte hier mal nachfüllen. Zack, zack. Dann haben wir wieder ein paar schöne Melonen. Zwei heiße Melonen. Okay. Was ist das hier? Hier ist eine Box. Wollen wir jetzt zerstören. Und, oh, Bananen. Und ein Schalter. Sehr schön. Hallo, ich habe den noch gedrückt. Zack, so. Was kommt jetzt? Mhm. Und ein Fass erscheint. Wollen wir das holen? Okay, machen wir das beim nächsten Mal, weil ich habe es gerade nicht geschafft und wir haben schon genug Zeit. Also, danke fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.